Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae: Halfini Hero. Wo waren wir mal? Ach ja, ja, Karamell, gesagt, das Karamell. Sorry, an das Kit abgegeben. Jetzt müssen wir zum Item laden und das Ding abgeben. Leider hat die Schießtaktik ein bisschen hart nicht funktioniert, aber naja, was kann ich halt machen. Moment mal. Ja. Und wir haben gefeiert. Hat der Vogel ausgekackt. Warum auch immer. Es kann sein, dass ihr den Controller ein bisschen hart hört, weil ich hab ein bisschen in den Einstellungen gespielt. Und ja, ich muss ein bisschen in den Einstellungen spielen, also. Okay. Wir gehen jetzt Gruppe an unseren Onkel. Schön, irgendwelche Anzeichen von diesem Kupferherz. Oh, ist das für mich? Was? Oh, jetzt abgegeben. Perfekt. Das kann ich verwenden, um meinen Kupfertrat zu machen. Laut Plan ganz genau. Dort rein. Puh, es geht gut voran. Vielen Dank. Kein Problem, Onkel. Onkel? Hilf mir mal, springe. Wer ist Onkel? Oh Mann, das muss das Alter sein. Onkel ist halt manchmal ein bisschen verrückt, aber nicht so. Onkel, warum erinnerst du dich nicht an mich? Hast du irgendeine Idee, was mit ihm nicht stimmt, oder? Hallo. Oh nein, ich doch noch. Es sieht so aus, als hätten sie ihr Gedächtnis verloren. Ich hole besser Hilfe. Bürgermeister. Bürgermeister Scuttlebutt? Wann laufen Sie durch die Stadt? Straßen. Straßen? Und wo ist Ihr neuer Schutzschini? Oh ja, Rudi. Sie sagte, sie müsste weg. Irgendwohin. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Die echte Leute in Scuttlebutt haben wir sie. Du weißt wirklich nicht, wo sie hin ist? Kann mich nicht erinnern. Was ist das denn Ihre Hand, Bürgermeister? Eine Kasse für Tesseltown. Eine Karte nach Tesseltown? Also das ist hier hinter schon. Halten Sie durch, Bürgermeister. Ich hole Hilfe. An diese Karte ist eigentlich besser Sky. Bitch, you might do. Okay, schon wieder so ein bisschen was shoppen gehen. Ich bin ja eine Frau. Kappa. Komm, mal hier eine Sonne. Nee, über so ein bisschen kann ich nicht mehr. Genau, was wir brauchen. Ja, Rückwärtssprung. Machen wir einfach mal. Dann können wir ein bisschen sonst wenig sparen. Ja, würde das testen, was wir das bringt. Nee, geht nicht, schade. Ich wollte gucken, ob man wem das Rückwärtssprung noch sparen kann, aber man kann nur danach sparen oder davor. Man kann auch viel, man die ganze Zeit schlägt, einfach irgendwann Rückschritt machen. Man muss ja schon ein bisschen Pause machen, leider. dieser Blick. Sky? Er will dich! Sky, reiß dich zusammen! Du musst mich nach Tesseltown bringen! Tesseltown! Ja, das ist einfach. Sag mir einfach, dass es so schnell wird, so wie immer. Bist du bereit, loszufliegen? Okay, steig auf! Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Das nervigste Gebiet meiner Meinung nach. Naja. Kai, bist du sicher, dass das der Ort ist, den der Bürgermeister jetzt gesagt hat? Bürgermeister, wenn das Tesseltown ist, dann hast du schon bessere Zeiten gesehen. Es wurde zerstört. Vor Jahrhunderten. Wer hat das gesagt? Du schon wieder. Was machst du hier überhaupt? Schnaub, mein Job. Hier ans Scuttlebutt leidet unter Gedächtnisverlust. Verfünstig dich. Deswegen hat mich der Bürgermeister extra hierher geschickt, um nachzuforschen. Ich bin schließlich der Genie der Stadt. Wenn wir zusammenarbeiten würden, können wir vielleicht. Wie traurig. Wenn du deinen Job unbedingt zurückhaben willst, warum heulst du dich denn nicht vom Bürgermeister aus? Das kann ich nicht. Er leidet auch unter Gedächtnisverlust. Dann tu uns allen einen Gefallen. Nimm deinen hohlköpfigen Freund mit und verschwinde wieder.
Ja. Irgendwann das wird sie hier im Schnee und schwer herausfinden, was. Geil, du bleibst hier, während ich mich umschaue. Sag, 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 sag. Fuck. Und nur wenn die erste Way to Go sagt. Das hat mich nämlich noch nicht einmal im Display. Was soll das Scheiß? Das geht wirklich gerne an einem Stich. Oh Gott, ist das gebrochen? Eine fiese Region. Ist auch eigentlich. Jetzt gerade gar nicht. Ach, da muss man sogar hier lang mal so. Ohne versunkene Räder. Die Versuchungen sind vor allem übrigens für 100%. Nein, wir brauchen generell alles für 100%, also. Zack, 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 einmal drücken. Zack, zack. Danke. Und gut. Haben wir schon Mail? Oh, ich stecke nicht, nein. So, ja, komm, leck mich. Oh, lol. Ich weiß schon, was ich bereit war. Wie kommen wir unter Wasser weiter? Nee. Sprung und hopp. Und weiter geht's. Und ab jetzt beginnt der richtig knackige Teil. Aber wenn wir hochspringen, dann werden wir weggestoßen. Also wenn wir nicht in Deckung sind. Alter! Das kann nicht wahr sein. Ja, gut. Wenn wir hinter irgendwelchen Plattformsteinen oder sonst was sind, dann können wir nicht weggeschoben werden. Wir können auch nicht weggeschoben werden, wenn wir da sind. Das ist schon stellen. Ich freue mich schon, wenn ich so lange durchfahre. Weil dann kommt es nie wieder. Es geht nämlich nur auf den Sack. Das ist nicht irgendwie ein Spiel oder so. Au. Naja, Feuerball. Feuerball, Feuerball. Was für ein Feuerball, Junge! Beweg dich! Jawohl, ich habe endlich sehr Achievement. Sehr much. Ich habe schon einen späteren Teil versucht, aber dazu bin ich ganz gut. Ah, geil. Endlich habe ich das. Bin ich 100%. Oh mein Gott. Ihr seht, wenn man Steine gegen macht, macht es 999 Damage. Broken. Aber naja, was soll man machen? Komm schon, schade. Jetzt haben wir die Schläge mehr Geld bekommen in diesem Fall. Okay, das war greedy. Das war sehr greedy. Oh mein Gott. Ja. Oh, leck mich. Nein, 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 nein. Oh, super easy. Oh, ach so. Schön Spiel. Ah.
Oh ja, Kleingeld. Scheiß grüner Stein. Wie nimmst du Geld weggenommen? Fuck. Nein! Ah, es gibt's noch da, geil. Nein. China hat eine Mauer. Man holt einfach gegen die Gefahr. Man hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gehört habe. Oh, eine Orange. Oh nein, ich hab's nicht gleich weggemacht. Oh, jetzt mein Grünstern aus. Ja, mit dem Mini kann man ja Sachen ausstellen, zum Beispiel. Das ist kein Shamu mehr, das weiß ich, weil jetzt aufs Platz noch 5 Damage. Also, er kann 100% spielen, aber das ist trotzdem noch ein bisschen Schwierigkeit hier. Und nun kommt die dümmste Stelle im ganzen Spiel, wo ich 100% mehrere Versuchungen brauchen werde. Nämlich. Oh. Müssen wir jetzt speedrunnen. Und es wird ein Problem. Egal wie schnell man ist. Es teleportiert sich. Wenn man zu schnell ist, dann teleportiert sich so ein. Ich bleib da jedes einzelne Mal hängen. Das kann doch nicht wahr sein. Immer wenn ich spiele, bleib ich da hängen. Ich bin geblieben, das Kind. End of Part. Seht ihr? Witzig. Comedy. Am I white? Oh mein Gott, boosted. Oh mein Gott, doppelt boosted. Yes! Oh mein Gott, ich habe sogar dieses Achievement dafür geschafft, dass man den Turm super schnell durch über hochkommt. Alter, geil! Eigentlich habe ich es gehofft, dass es ein Speedrun, als wenn ich Spieler Speedrun werde. Das ist halt ein Achievement. Das ist dann dort halt mehr, aber wow! Da habe ich mich jetzt ein bisschen konzentriert. Tut mir leid, aber naja. Wenn man von viel getroffen worden, dann muss man alles wieder von vorne machen. Also man wäre unten wieder gespawnt. Muss das ganze Level neu machen. Oh, Alter, ist ekelhaft. Und hier braucht der Maus. Also was war für eine Schlüssel schon mal zu holen. Zack. Galerieschlüssel. Halt dein Maulhund! Tut mir leid, jetzt müssen wir übersteuert haben. Und zack. Ja, ist ein Timing. Dauert ein bisschen lang, aber ist jetzt nichts Schwieriges dabei, außer diese angeplatzierten platzierten Friend-Fischer, die einfach einen blind snipen. Das ist wirklich ekelhaft. Wenn ich weiß, wo die sind, dann sind die wirklich ekelhaft. Au. Das ist doch mein. Dann spielst du zum ersten Mal später, wird noch in den 24 getroffen. Oh nein! Ist die Bombenfische!
Im Hacker-Modus haben sie übrigens einen one-shotted, dieser Bombenpusher. Ja. Und es ist super schwierig, die Einschuss zu erreichen. Ja, muss ich jetzt gucken, ob ich einen Schuss kann. Oder ich hätte auch den Screen müssen hochgehen. Hochgehen. Naja, egal. Fuck, dieser einen Wurmspinner da drin. Fällt immer lieber schnell raus. Ich hoffe, ich bin nicht Asynchron. Das ist ja nochmal sehr Spaß, oder? Spaß, oder? Und zack. Oh, schnell, Augejucken. Augejucken kann so. Versteht mich? Nein? Und dumm halt. Oh, zack. Zack. Nein! Ah, der Queen! Da ist sich ein Runterfeld, stand einfach nur im Bereich neu von vorne. Das ist jetzt nicht Spielstimme. Au! Au! Transform! Ich stehe aber noch nicht mehr gesagt. Man kann stehen, aber man kann noch so ein Bein, die als die mit einem HP ein. Ja, den Spieler sehen. Oh, was geht? Nice! Ja, kannst du mal umschalten. Na ja, gut, dann holen wir uns mal wenigstens einen Warp-Tanz. So, ich dachte, ne? Dann kommen wir uns schnell und dann zurück. Wie man was kennt. Guck mal, wie die Brust an. Ach, Kipo, Foto. Oder Cap White. Wobei, Schulwünscher. Hopp. Oh mein Gott, der Dodge Skills. In solche Stellen. Der Bombenvogel, dieser Bombenvogel in diesem Beispiel übrigens den Morgenschütten da oben aufschlagen. Scared. Get down. Ah, nein, nein, oh, fuck. Man kann die Preise zu schnell zum Fall durch die Slime. Ich bin schon öfter, dass ich halt nur durch den Fall gekommen bin. Kein Schritt weiter, Holly Lingerbeam. Verschwinde. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich weiß nicht, wie du Leute in Skeleton ihre Eltern verloren haben. Aber ich schätze, dass du ihn dahinter steckst. Na klar. Das letzte, was du willst, dein blöder Genie-Job. Also, du warst es. Genau. Okay, dann kann ich es sagen. Weißt du, ich bin eigentlich gar kein Halb-Genie. Okay, aber dann, was genau bist du? Ich bin eine Erinnerung. Eine Erinnerung an die bedeutendste Person aller Zeiten. Was? Niemals. Eine Erinnerung kann keine reale Person sein. Oh, ich bitte dich. Wenn du so wie ich eine wahre Legende bist, dann bist du alles, was du willst. Vor langer Zeit war ich der smarteste, schönste und älteste Elkan-Tesseltown. Ich war Summa Cum Laude, Ballkönigin und Miss Tesseltown 3 Jahre hintereinander. Okay. Man betete mich an und preiste mich mit Tributen, Gemälden, Statuen, Büchern, alles über mich. Manchmal weiß ich nicht mal, wer selbst, wie ich so behaart im Baum wurde. Aber dann wurde ich dem Stock von der himmlischen Sandsturm zerstört, der 100 Jahre andauerte. So lahm. Die Erinnerung an mich wäre beinahe verloren gegangen. Glücklicherweise bin ich Bilbo begegnet. Bilbo, sei für deinen Schmack, du Fatz. What's up, Bitches? Ah, es wird dieser enorme Wurm. Bilbo ist eine seltene Spezies von gigantischen Dörselwieslern, die sich von Neurotransmissionen ernähren. Ziemlich cool, was?
Wie auch immer, um die stärkste Erinnerung klären zu können, muss ich einfach alle anderen Erinnerungen eliminieren, indem ich sie an Willemacht verdoppel. Verabschiede dich von deinen Freunden. Sie sind jetzt Wurmfutter. Na los, friss! Nein! Oh, warum? Nom, 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 nom. I'm hungry, give it to me, bitch. Du bist ein Monster! Tja, da ich scheinbar nicht dein dummes Genie-Hirn verringern kann, muss ich mit etwas deutlich schmutzigeren Vorlieb nehmen. Bilbo, zerquetsch sie! Bilbo, Verschlinger der Erinnerung. Ist voll warm. Erstmal schießt er mit seinem wunderschönen Augen. Erstmal wunderschön ausweichen. Dann geht er runter. Und schießt dann, macht den Meteorregen. Gut. Und man schaut den, indem man diese bleibenden Kugeln einfach in diese Kanone reinlegt. Und dann einfach nur den Knopf drückt. Bam! Voll ins Auge. Und jetzt fliegt so nur, jetzt fliegt sein Auge und man muss ja einfach hin und her schlagen. Das manchmal nicht ganz funktioniert, wie ihr seht. Außer was macht Snoopy schwierig. Also auch mit Feuerbällen machen. Man kann es eigentlich mit allen machen. Geht er nicht. Soweit ich weiß, man kann keinen Boss skippen. Man kann hier gar nichts skippen. Eine Platte und zack, voll ins Auge. So, das muss man viel machen, viel mal oder so machen. Oh Gott. Lol. Cheater. Weil Schießtaktik wurde geschießt. Das kann nicht wahr sein. Quiet, please. Und rein. Komm, Stern, das sind vieles mehr Fahrzeug, es muss das Rainbow sein. Natürlich. Und Feuer! Und noch einmal. Falsche Richtung, du Fotze! Ich kann das nicht hin! Ich kann das nicht hin! Das ist ja nicht mehr richtig hin! Ich bin so bad in diesem Boss! Und das ist cool! Ey, ich kauf den Knopf, ey. Feuer und GGWP. Das ist viel. Das ist also 43, ich hätte es verziehen. Das war jetzt 5 Jahren. Du Kopf, schau, was du hingerichtet hast. All diese Erinnerungen. Jetzt sind sie frei, so wie sie sein sollten. Aber alle Erinnerungen sollten von mir sein. Hier! Nun, ich bin mir sicher, dass manche Platz sind. So können das nicht alle sein. Du Bitch! Wie kannst du sagen, das zu sagen? Ich bin unvergesslich. Ich werde sie zeigen. Nicht mehr! Und tschüss, Frau. Wie Lesbe Markus sagen würde. Was für ein Nervensäge.
natürlich. Ja. Und nun merken wir die schlechteste Verhaltung von allen. Ja, Video noch was einfach werden, so wie alles verloren. Wobei viele sind so noch verloren. Viele Sachen sind wirklich noch. Nämlich halten wir jetzt die wunderschöne Elefantenverwandlung. Du hast Elefantenhand. Still. Nützlichkeit dabei sogar. Damit können. Ich wollte nicht so einen Baum. Damit können wir jetzt einfach bei links liegt zwei links wollen. Bei Angriffsknopf einfach so einen kleinen Dash machen. Dass wir auch die erste droppen können. Also man muss einfach nur hier mal Dash einfach andere Richtung drücken. Und schon hört man ab. Naja, man kann halt so einen großen Block einfach zerstören. Und nur ein paar, nicht alle. Alles, was wir brauchen, um den nächsten Level freizuschalten. Zack. Alles wieder normal. Also steckt da halt hier in Teil dem. Ich hätte schon lange verdacht, sie könnte eine Erinnerungsvampir sein. Aber, arme Holly. Die ganze Zeit und sie hat's niemals begriffen. Und so war es ja, wisst nicht, was in den Geschichtsbüchern geschrieben steht, sondern was in den Herzen derer, deren Leben wir berührten. Gut gesagt, was Schlappen? Ich bin kein Softie. Wir stehen schon auf einem kleinen Bein im Grab. Das ist alles. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das alles dem Bürgermeister erklären soll. Nee, er wird die ganze Sache wahrscheinlich wieder vergessen. Komm schon, wir sollten nachsehen, ob alle in Ordnung sind. Gut, nachdem sie jetzt geklärt ist, kann ich mich endlich wieder an die Arbeit machen. Wo war ich? Genau, auf dem Bauplan benötige ich einander entgegengesetzte Splitter, um ein Gleichgewicht aus positiver und negativer Energie über den Aktivpol herzustellen. Splitter? Du meinst dunkle Magie und helle Magie? Die Anleitung ist sehr explizit. Mir gefällt der Gedanke nicht, dunkle Magie herum zu expandieren. Wenn man dunkle und helle Magie in einem Gleichgewicht hält, sollten sie eigentlich gar keine Gefahr darstellen. Aber wir werden besonders vorsichtig sein, okay? Ich schätze schon, okay. Also, wie finde ich einen guten Splitter? Ja. Oh, hallo Rotti. Du sexy Zombie. Hey, scheiße Kugel. Was geht? Nenn mich nicht so. Okay. Hör mal zu. Wir wollen schon immer mit meinen Brüdern zum großen Rennen. Aber die beiden waren immer völlig pleite. Das große Rennen? Die Rennstrecke in Cape Crosscene. Bring mir zwei Tickets fürs Großrennen und ich gebe dir was Schönes. Rotti, wieso muss es nur so kompliziert sein? Ja, und ein Ticket haben wir schon bekommen. Nämlich von Twitch und Vanega. Die kleine Spring Switch. Yo! Hey Mädel! Twitch und Vanega? Ihr seid auch mal bei den Soldaten? Keine Sorge! Wir wollen keinen Ärger. Wir machen gerade Großhandurlaub. Jedes Mal, wenn wir in neuen Stationen zugeteilt werden, probieren wir die ortischen Spezialitäten, bevor die Situation unschön wird. Wir haben gehört, dass es jetzt nie unwiderstehlich ist. Ich glaube, es gibt ein Restaurant an der Hauptstraße. Da steht gerade Flammen. Nein, nicht das Zeug. Wir sind wegen den Ghetto-Sticks hier. Wir haben gehört, dass es in den dunklen Höhlen von Mary Forrest ein Radreptil lebt. Zwei gute Ghetto-Sticks sind perfekt. Sorgt dafür, dass sie perfekt eingebraten sind. Du solltest sie bei großer Hitze abwarten, damit es auf dem Fleisch eingeschlossen wird. Lecker. Zeig mir, dass du das drauf hast. Und wir geben dir zusätzlich Tickets für das Rennen. Sind diese Gartesticks für uns? Klo. Beim Klo, klar. Oh Mann, das ist ja wirklich ein saftiges Schritt, Gato. Es schmeckt förmlich im Mund. Schmasch. Was schulden wir dir? Ah ja, richtig. Das ist zusätzlich Tickets für das Rennen. Wie hast du das? Du hast Tickets für das Rennen. Wir sehen uns. Hi. Oh Gott.
Die Kunstgalerie, ach wie wunderschön. Und übrigens, die Galerie ist auch mit Bogen. Wie jede Tür ein Schlüssel. Das sind insgesamt, lass mich liegen, 10. Und richtig geil. Aber die öffnen wir alle, wenn wir alle haben. Das ist also 100%. Hey, jetzt wird schon weniger so weg. Naja, Rotti. Doch woher bekommen wir jetzt... Oh, jetzt ist unser... Ah ja, schon wieder. Haben wir bekommen. Super. Eine Festung ist Stein für Stein gebaut. Das gleiche gilt auch für den Körper. Vergiss das nicht. Die eine belohnt für deine Mühe. Ein Herzcontainer, geil. Bonuspunkte. Das brauche ich nicht. Ja. Fortzug. Oh lol, leck. Nein, wir müssen aber mit... bisschen Backtracking machen. Aber ich zum Glück weiß ja schon wohin. Was wird da warten, bis man gut war. Wobei, wir können auch noch im Gebiet Feuer ein bisschen was holen. Das war nicht alles, aber einiges. Das war schon abgeschlossen. Where to go? Fantastisch, geil. Endlich mal, hab ich's gehört. Where to go Termin des Chantier-Universums. Ich bin immer where to go. Und Monster, geil. Hopp, hopp, und hopp, und jawohl. Und hier sollten wir, naja, hier brauchen wir Elefantenverwandlung, damit können wir den Stein verschieben. Und wir halten die... Ach, damit öffnen wir sogar das zweite Fenster. Da fehlen uns jetzt nur, wenn ich richtig gesehen habe, noch 5 Verwandlung. 5 Fenster fehlen uns noch. Ja. Irgendwo können wir halt unter Wasser schwimmen. Und in allen Richtungen. Das war mir übrigens fürs Deck hier. Damit wir überall das Spiel abschließen können. Also sollte man das unbedingt mitnehmen. Ja. Und das brauchen wir auch hier. Wobei, nein, eigentlich gar nicht. Brauchen wir gar nicht hier. Ich Idiot. Wollte euch schon annehmen. Wir können auch hoch, aber... Übrigens mit Dash können wir Schaden machen, aber... Wir halten selber Schaden, also... Aua, das wollte ich gar nicht! Oh fuck, ich bin dumm. Ich bin dumm. Sehr dumm. Sehr dumm. Warum springe ich eigentlich ab? Ich dumme Idiot. Idiot. Ja, Idiot. Aber da muss ich halt. Ja. Jawohl. Hopp. Warte mal. Wir gehen nochmal zurück zum Testetor, nachdem wir das gemacht haben. Das müssen wir übrigens wie Story machen. Aber ich glaube, das machen wir jetzt im nächsten Part. Nachdem wir das Spiel gemacht haben. Ja. Die Kramschere. Die Kramschere ist einfach nur ein Angriff. Damit als Krabbe. Damit kann man entweder Sachen zerschneiden. Zack. Zack, 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 zack. Steht, 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 steht. Und das brauchen wir jedenfalls für die Quest, damit wir das Ticket. Diese Grasbüsche kann man nur zerschneiden. Mit der Krabbe. Wenn ich gerade richtig select so ein bisschen. Scheiße. Naja, das ist ein Zeichen, dass wir das langsam Schuss machen.
Fuck, 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 fuck. Ah, da kommen wir noch anfangen. Okay. Da, 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 da. Ne, 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 ne. Stets. Ah, schade. Die leider immer noch nicht. Ne, 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 ne. Und zack und hoch. Jawohl. Ey, du ploppt bestimmt mir eins um. Und ich verliere das einzelne Mal auch ein. Oh mein Gott, so dumm. Der ist so dumm. So dumm. Ja, so dumm bin nur ich. Ja, nur ich. Pixel Art Yoshi. Ja, ja. Wie lange haben wir eigentlich jetzt schon? Ja, ja, das war das Verständnis. Zack. Und zack. Oh mein Gott, dumm. So. Na 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 Transform! Krass! Und damit haben wir jetzt die Blobfisch abgegeben und erhalten unser letztes Ticket für das Rennen. Ja, ja. Und tschüss. Was war's denn mit diesem Part? Wir sehen uns im nächsten. Bis dann, ciao!